Hi. Ich habe heute mal meinen neuen Rucksack mitgebracht. Der ist von Miltech. Kann man sagen, was man will über diese Firma. Für mich machen die für dieses kleine Geld einfach super Gebrauchsgegenstände. Das hier soll, der ist schon voll gepackt, ich habe heute ein paar Videos vor. Der heißt Bundeswehr Kampfrucksack. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass die Bundeswehr mit Nylon jetzt durch die Gegend zieht, also mit solchen, ja doch nicht so robuste, widerstandsfähig gebauten Sachen, wie die sie bis jetzt die all Jahre hatten. Aber ich habe mir den geholt, den gab es für 40 Euro und da passt eine ganze Menge rein. Nämlich 50 Liter. So, als erstes mache ich hier oben mal auf. Hier vorne ist eine Tasche, da habe ich zum Beispiel meinen Schlüssel und ein bisschen Papier. Tücher und sowas dabei, falls man mal auf den Lokus muss. Dann haben wir hier. Und das ist auch übrigens das, was ich jetzt standardmäßig hier immer im Wald mitnehme. Ja, weil da passt wirklich viel rein. Zuerst auf der Seite habe ich hier meine Barco Lapländer. Mein, ja, man könnte ja sagen, fast Multitool mit Kompass, Lupe, Hygrometer, Thermometer, Taschenlampe, Feuerstahl, alles drin. Eine kleine Tasse von Mero. Da drin sind so ein paar Papierklipse, Feuerzeug und Kaffee. Mein Lidl Schärfstahl oder Diamantstahl. Ich habe die Fallsucht. Mein Optimus Titanspock. Ja, und mein sozusagen mein Küchenmesser, das Opinel Nummer 10. So, diese Seitentasche ist leer. Hier oben hole ich jetzt mal raus meinen Notkocher. Notkocher 71 von der Schweizer Armee. Super Ding. In der zweiten Seitentasche habe ich meinen Martini. Ein saugeiles Messer. Gut, 50 Euro ist zwar nicht gerade so günstig wie ein Mora, aber ich würde es auf gar keinen Fall mehr hergeben. Mein MFH Regenponcho, den man auch im Prinzip als Notunterkunft benutzen könnte. Also wenn man den anzieht, da passt auch der Rucksack noch drunter. Ich stelle in der Seite zum Zugriff, falls einen der Regen überrascht. Ja, und mein Telefon. Das werde ich wohl jetzt mal ausmachen. Mich hier nicht mein Chef anruft, wenn ich im Wald sitze. Das bringen die fertig. Ach, den Porsche kann ich gleich wieder reintun, oder? Nee, machen wir später. Meine Rider Gloves aus Leder mit Fütterung, so ab Herbst, so wie wir den jetzt haben, nehme ich die immer mit in den Wald. Die sind auch gut gefüttert, also wenn ich da auf der Arbeit Tiefkühlrollis ablade, ich kriege da keine kalten Pfoten von. Diesen Gürtel, den hatte ich mal vorgestellt in meinem Trucker EDC. Das ist ein sogenannter Pistolengürtel. Und da kommt dann zum Beispiel das Martini dran.
damit ich das nicht hier an einem Gürtel an der Hose habe, weil das mag ich nicht so gerne. Also ich hoffe, man kann das sehen. Und wenn ich das dann schnell abnehmen will, dann geht das hier fix. Das werde ich mir heute mit dem Notkocher und einer Tasse zubereiten. Huhn Spargelreis mit Risoni-Nudeln. Ich glaube 79 Cent aus dem Lidl. Eine Rolle Bänklein, weil ich will gleich mit der Segeltuchnadel, weil ich will gleich in einem anderen Video meine Rider Gloves reparieren. Für den Winter. Gehen wir erstmal weiter. Wo wir gerade beim Kochen sind. Jetzt hole ich mal hier meine Bundeswehr Matte raus. Isoliert, ist sehr weich und hält die Feuchtigkeit ab, also dass man nicht auf dem nackten Boden liegt. Und jetzt kommt etwas, das habe ich im Ikea gefunden. Also so auch wieder so eine Sache hier, das passt fast perfekt ineinander. Das ist ein Schneidebrett. Man könnte sich schon mal, wenn es geregnet hat, man sitzt auf so einem Baumstamm, ist natürlich multifunktionell, wie ich das gerne habe, kann man sich draufsetzen, wenn sich den Arsch nicht nass sitzt oder verkühlt. Wenn der Waldboden nass ist, kann man sich da draufknien, wenn man irgendwelche Arbeiten vorführt oder vollführt. Ja. Und als Schneidebrett eignet es auch. Sich auch prima. Ich habe zu Hause das zweite in Gebrauch. Übrigens 2,50 Euro für zwei Stück. Wir kennen das. Im Wald haben wir meistens einen kleinen Kochtopf dabei. Und wenn wir uns irgendwas zurechtschneiden, wie kriegen wir. Erstens, wie schneiden wir die Sachen klein? Auf dem Baum? Na, das sind nicht so wirklich gut. Man kann das auch zusammendrücken. Ja, man schneidet es. Dann hat man hier das Schneidgut. Obst, Gemüse, je nachdem, was man hat. Man kann das hier zusammendrücken und in den Kochtopf oder worum man das auch einfüllen möchte, einfüllen, ohne das, was daneben fällt. Also, Sitzunterlage zum Knien und zum Schneiden. 2,50, zwei Stück, 1,25. Perfekt für mich. Ja, meine Bundeswehr Schlafmatte. Die hat, glaube ich, 6 oder 7 Euro gekostet. Die ist auch immer in meinem Rucksack. Immer. Und dann komme ich dazu, im Winter schlafe ich sogar hier drauf. Dann habe ich hier diese Alumatte dabei. Die gab es für 2 Euro bei Penny. 2 Euro. 1,90 Meter mal 60 cm. Na, für 2 Euro, wenn die kaputt geht, tut es einem nicht weh. Und dann habe ich wieder was vergessen. Da könnte ich ausflippen. Ich habe bei Tchibo, habe ich ein aufblasbares Kopfkissen gefunden. Das ist unten mit so einem ähnlichen Material. Und oben auf der anderen Seite ist es. Ich glaube Vlies. Und das ist auch gemütlich. Eigentlich wollte ich mir das für den LKW holen. Das hat 3 Euro gekostet. Also wer bei euch einen Tchibo-Markt hat, eine Tchibo-Filiale, die noch alte Ware raushaut, guckt mal nach, fragt nach. 3 Euro für eine für ein aufblasbares Kopfkissen. Tipptopp das Ding. Kann man nicht meckern. Dann, was ich auch nicht missen möchte, das ist von der serbischen Armee eine Wolldecke aus gewalkter Schurwolle. Und die kostete, glaube ich, 20 Euro in Bad Marienberg bei Papis Army Store. Der versendet übrigens auch. Der ist auch bei
bei Facebook zu finden. Papis Army Store. Ich glaube P-A-P-I-S Army Store. Müsst ihr mal gucken, Bad Marienberg. 20 Euro, der versendet, wie gesagt. So, dann habe ich hier in dieser Tüte von Dave Canterbury's Pathfinder School die 1 Liter Edelstahlflasche mit dem 700 Milliliter Becher dabei. Da werde ich mir heute mein Essen kochen. Dann habe ich, um zum Beispiel mehr ein Shelter zu bauen, bei Norma, das waren 40 Meter so dehnbares Seil geholt, so Gummiseil, Bungee Cords nennen die das in Amerika. 6 oder 7 Euro. Perfekt. So, das war es eigentlich schon, was ich hier drin habe. Man hat ja gesehen, da passt eine ganze Menge rein. Hier unten ist auch noch eine Tasche. Man kann das auch aufmachen oder abmachen, vielmehr. Hier vorne ist nochmal eine klitzekleine Tasche. Die Dinger sind natürlich nicht 100% wasserdicht. Man sollte sich da nichts vormachen. Also sind wasserabweisend. Und bis jetzt ist auch beim kräftigsten Regen noch nichts hier drin nass geworden. Unten der Boden ist nochmal extra verstärkt und gummiert. Und hier innen drin, das ist ja Nylon, ist das nochmal extra mit ja, Gummi oder PVC, mit PVC beschichtet, also wasserabweisend. So, der ganze Rucksack, der hat, lass mich nicht lügen, 45 Euro gekostet. In Koblenz in einem ja, BW und Autostore. So, das war's, was ich euch an meinem Rucksack und meinem ja, Wald-EDC, könnte man sagen, vorstellen wollte. Vielen Dank fürs Zusehen. Kommentare, Bewertungen, Subscriber werden gerne gesehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, schönen Tag noch.